So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Hollow Knight. Zusammen mitten in diesem Gebiet. Mitten in diesem Gebiet. Wir letzten Mal aufgehört haben. Das ist grün, das ist Gebiet. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass Tommy hier aufhört. Da ist Buschel. Ah? Da war ein Buschel. Ja, und? Wir sind überall Büschel. Verarschen. Was? Wollte der mich gerade verarschen? Ach, der Büschel bewegt sich hier. Nein, nein. Was genau ist dein Plan? Ich ignoriere die einfach. Ah, da ist die Tür. Ah, wunderbar. Das ist da oben. Sekret. Gefährliches. Uah. Oh, da haben wir verkackt. Einfach nur näher rangehen. Ich wusste gar nicht, dass sie sich ducken, wenn du da zu nah dran bist. Tja, hier lernst du was Neues. Das Problem ist, dadurch, dass die Dinger nur auf mich schießen, und ich das nur abwehre, wird meine Leiste oben nicht voll. Das ist so wahr. Sag mal, wann gehst du jetzt zurück zu dem Ding? Na, sehr gut. Geh ich zurück zum kleinen Busch. Wieso um alles in der Welt bist du respawned? Wir sind alle respawned. Töte die kleinen Viecher da. Dashen und dann schlagen. Yeah! Ein Eintrag im Historium. Dann kann ich mich jetzt einmal heilen. Das war's wert. Warum sind die jetzt alle wieder da? Die spawnen immer wieder. Oh. Das ist übrigens das Zeichen von, hey, neuer Special Eintrag. Oh. Wir müssen noch einen Hornet besiegen. Richtig. Oh, dann kommt wieder. Wo ist das? Das. Okay, Woody, walte deines Amtes. Schwächling, der sich mit Blättern bedeckt, um größer zu wirken, versteckt sich im Gestrüpp. Mach weiter. Früher dachte ich, dass sie nur Pflanzen seien, die herumschlendern können. Als ich herausfand, dass es Lebewesen sind, habe ich angefangen, jeden zu töten, der mir vor die Augen kam. Das ist die Natur der Jagd. Das ist wahr. Der Typ hat einen Challenger dran gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ist das ein kleiner Gestrüpp? Oh Gott. Oh lol, kann man ihn theoretisch so auf Abstand halten? Oh lol, das wusste ich nicht. Oh lol. Oh was? Oh lol. Das ist super einfach. Super einfach. Ich bin immer ausgewichen und auf den Rücken gesprungen. Das war zwar auch super einfach, aber... Eine Familie von Lebewesen, die gelernt hat, sich mit Moos einzudecken und als ein einzelnes Wesen zu leben. Zahlenmäßig besteht sicherlich ein Vorteil, doch diese Geschöpfe waren von vornherein nicht allzu stark. Zerschneidet ihr ihre Verkleidung.
Warum hast du B gedrückt? Ich bin unten auf meinen Extra-Knopf gekommen. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Was ist da drüben? Geld. 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 Moneten. Sind wir jetzt hier? Ah ja, wir sind hier. Okay, ich kann den oberen Weg nehmen oder ich nehme gleich den unteren. Und runtergefallen. Also ich könnte den oberen Weg nehmen oder ich nehme den unteren, gleich den unteren. Ja, und jetzt? Nur nicht in den Rhythmus kommen, Domi. Immer vernünftig schlafen. Was alles daran? Oh mein Gott, eine Truhe! Mit Geld. Ja, nennt mich Chester. Ich würde keinen Druck machen, wenn du noch zweimal da reinfällst, ist das Geld weg. Eins, zwei, nein, nein. Das sehe ich nicht. Oh mein Gott, Würmchen! Oh Gott, warum müssen die denn so einen Scheiß machen? Naja, du musst es ja nicht machen. Dieses kleine arme Würmchen ist auf meine Hilfe angewiesen, Würdi. Das ist wahr. Wer hat die da eigentlich überall hingestellt? Ich meine, okay, wenn du die Dinger fängst und in Glas packst und die dann aufhebst, aber warum in der ganzen Welt verteilen? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme da nicht hoch. Ja, das ist eigentlich richtig. Können wir ja zurückgehen, was? Nur nicht runterfallen. Einfach entspannt im richtigen Rhythmus drücken. Dann kann nichts passieren. Ganz und gar nicht. So, wir sind dann ja wieder fast in der Nähe. Nur ist die Leiche ein bisschen weiter drüben. Aber ich höre die Leiche schon. Wenn ich mal sterbe, will ich auch, dass meine Leiche solche Geräusche macht. Bling, bling, bling. Jetzt einfach nur sicher zurückkommen, ohne in die Säule zu fallen. Da kann nichts schief gehen. Halt die Fresse, halt einfach die Fresse. Das ist moralische Unterstützung. Oder moralische Sabotation. Ist das ein Wort? Existiert das Wort? Sabotation? Das Wort existiert nicht, oder? Ich habe das Wort noch nie gehört. Und ich habe viele Worte gehört in meinem Leben. Moralischer Saboteur, das klingt doch nach Deutsch. Okay, wir wollen also weiter nach dort. Oh nee, sie kommt wieder. Nein, tut's nicht, ich hab's vorhin gecheckt. Freut mich. Und dann wollen wir wahrscheinlich nach unten. Wohin? Da, da. Ach, ins Blubberblasenland. Oder wollen wir da nicht hin? Ja, doch, geh ruhig rein. Da ist auch noch ein Weg da oben, hast du gesehen? Welchen meinst du? Eins über dir. Ah, über dir. Du meinst eins hoch und noch eins, oder? Das ist den kleinen Weg da. Oh, da ist noch ein kleiner. Oh mein Gott, das ist ein ganz kleiner Weg. Ja, wollen wir sehen. Auf zum kleinen Weg! Oh, kleiner Weg. Vorsicht, Vorsicht! Vorsicht, Vorsicht! Vorsicht! Hier schießen Yoshi-Eier. Entschuldigung, ich muss rein zu. Muss da weg. Muss.
Ich habe den echt nicht gesehen. Du musst noch viel höher. Weiter hoch. Was machst du da? Ja, wie, ich muss weiter hoch. Komm, die Karte. Du musst noch viel höher. Ja, oder nicht? Oh, ich Idiot. Nein, natürlich nicht. Ich habe das steinige Heiligtum mit dem Typen verwechselt. Hast du die Bank nie gefunden? Ernsthaft? Ich habe einfach die Bank nicht gefunden. Komm. Der Weg da rechts ist auch ziemlich, Ich hab den immer gefunden. Wie will man den Weg hier sehen, ne? Kommst du hier oben runtergesprungen und... Oh, da läuft man rechts links. Weg. Und rechts. Ja, aber auch links. Okay, auch geht's ins Blubberblasenland. Und in die Säure. Abhärten. Ich muss mich abhärten für die Blubberblasen. Da ist wohl keine Säure drin. Das sind Metroids. Das sind große Metroids. Was war das? Frag für einen Freund. Hört da jemand? In die Säure fallen. Was zum Fing soll das? Spoiler, da kommst du nicht durch. Oh, schicken Effekt hast du eingeblendet. Ich mag's. Soll ich dir gerne einen Tipp geben, um zu überleben? Geh mal raus und wieder rein. Oh, jetzt fühle ich mich sicher. Ich verstehe die Viecher noch irgendwann. Das ist sehr offensichtlich, ehrlich gesagt. Könntest du ihre Beschreibung lesen? Das könnte ich. Nach außen hin ein passives Wesen, das einen aggressiven, exklusiven Kern schützt. Ja, das habe ich gemerkt. Kleines Oma Quallen. Und Uma. Kleinste Quallenform, untätig und unwissend, das durchströmt, doch durchströmt von einer gefährlichen elektrischen Ladung. Ups. Und die Pfeilen. So, was ist hier um? Schmerz. Die machen 2 Schaden, oder? Ja. Das ist beruhigend. Kommst du drauf? Weiß ich nicht. Und du bist tot. Oh Gott! Ich kann so ein Glück haben. Geplant. Klar. Eindeutig. Ich hab den nächsten auch mal geplant. Oh, du bist tot. Auf einen Millimeter. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich verstehe es immer noch nicht. Krass. Wie die Dinger mich verfolgen. Naja. Wie, hä? Nee, ich meine, die zielen wieder auf mich, wenn ich. Sehe ich ein. Guck mal, links. Hatte ich vor? Ist das,
Ah, das ist das, ne? Da kannst du nicht weiter. Hab ich mir gedacht. Ich hab keine Kartengebiet, das ist nervig. Ja, dieses Gebiet ist nervig. Aber ich weiß nicht, wie ich den Dingern ausweichen soll, ohne... Ja, das weiß ich auch nicht. Ah, okay, gut. Das ist beruhigend. Hab ich noch nie rausgefunden. Ich meine, manchmal klappt es und manchmal überhaupt nicht. Zum Beispiel jetzt hier in dem Punkt. Wie soll ich dem Ding ausweichen? Drüber springen. Nein, ich meine, wenn ich es angreife. So, kein Plan. Vielleicht ist die Lösung, nicht angreifen. Aber ich muss noch... wie viel muss ich davon noch besiegen? Und Würti? Die Umas. Der Geist eines toten Ahn. Das Gehirn eines größeren Wesens, das frei und umherschweben darf. Ein Ei auf der Suche nach einem sicheren Ort, um zu laichen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Perfekt. Vier. Vier noch. Au. Es geht durch die Wand? Es ist eine riesen Explosion, Domi. Ja, ist okay. Den Punkt gebe ich. Ich habe vielleicht nicht noch genug. Drei. Hättest du drüber dashen sollen. Hättest du vielleicht auch mal machen sollen. Ja, habe ich jetzt erkannt. So ist es nicht am cleversten. Einfach schnell den Screen verlassen. Nennt man das, ist es das, was man Plot Armor nennt? Nein, Plot Armor ist, wenn du ja, ich weiß. In der Cutscene steckst. Und dann keinen Schaden dafür kassierst, dass du stirbst. Was ist denn hier? Hallo Liebes, ich wollte eigentlich gerade zumachen und gehen, doch da bist du aufgetaucht. Wenn du Interesse hast, biete ich dir gerne meine Dienste als Bankerin an. Dein Geo zu verlieren ist schrecklich und das passiert viel häufiger, wenn du es immer mit dir herumträgst. Mein Tresor ist da deutlich sicherer. Während meiner gesamten Karriere als Bankerin habe ich nicht ein einziges Geo verloren. Nein, 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 ich habe auch nichts ausgegeben. Aber meine Kunden, ganz viel. Oh, das ist weg. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, ein Konto zu eröffnen? Oh, das ist weg. Gute Entscheidung. Wenn du das nächste Mal eine grausige Bestie zum Opfer fällst, wirst du dankbar sein, dass dein Geo sicher ist in meinem Panzer. In meinem Tresor natürlich. Die ist doch ganz schön fishy. Na, lass uns Bankgeschäfte machen. Steckt sie die Geo in sich rein, ist echt ekelhaft. Man kann nur 4500 reinpacken, sich ganz vergessen. Das ist echt nicht viel. Na, obwohl. Damit kannst du dir definitiv die Lampe leisten. Okay, also muss ich jedes Mal hierher zurück oder gibt es noch einen anderen Ort, wo ich... Du hast in der Nähe bald eine Bank, also. Und einen Zug. Okay. Also, ja, du musst hier hin, um das Zeug abzuholen. Und einzuzahlen. Wäre natürlich sinnvoll, wenn die nach Mistmund hochkommen würde, aber... Anscheinend ist sie unten bequem. Das war halt mein Punkt gerade. Das wollte ich auch. Oh, und hier hast du die Bank. Naja, okay, ist doch sehr, sehr nah. Hey, das ist Lüb wieder. Ich bin da dran. Nein. Doch. Okay. Es will mich hier ranlassen. Quirrell! Was für ein Erlebnis! Ich hatte nicht erwartet, nach diesem nebligen Aufstieg auf eine solch große Hirschkäferstation zu treffen. Nicht Aufstieg, Tommy. Abstieg. Hm. Abstieg! Ich meine Abstieg. Die Käfer von Heilands Nest müssen ein eindrucksvoller Schlag gewesen sein, wenn sie so tief in der Wildnis solch großartige Bauwerke errichten konnten. Die gefährlichen Kreaturen in der Gegend scheinen noch nicht den ganzen Weg
hier hineingefunden zu haben. Der ideale Ort für eine kurze Rast. Kannst du dir vorstellen, wie dieser Ort damals gewesen sein muss? Horden von Käfern, die das Königreich preisen, läutende Hirschkäferglocken, eine Station voller Geschäftigkeit und Leben. Wie der Münchner Hauptbahnhof. Nun weiß nur jemand wie wir, dass sie überhaupt existiert. Es ist etwas ganz Besonderes, solche Anblicke schätzen zu können. Sogar in ihrem Verfall noch, wie der Münchner Hauptbahnhof. Ich war da noch nicht, oder? Ich hab, oder doch? Keine Ahnung. Ich war da mal. Ich bin auf Gleis, weiß ich nicht, 40 angekommen und musste auf Gleis 10. Wie lange hast du gebraucht? 20 Minuten? Ja, circa. Viel mehr Zeit hatte ich auch nicht zum Umsteigen. Sind die Schildern folgen, Idiot? Oh, du. Ist dir bewusst, dass brauchst du? Der Münchner Hauptbahnhof ein Sackbahnhof ist? Nein. Okay, du musst also erstmal bis ans Ende dieses Gleises laufen, um dann zu den anderen zu laufen. So, die meisten kann man bei der Hälfte auch schon verlassen. Ja, in München nicht. Du kannst übrigens, glaube ich, eins weiter drunter oder eins weiter drüber reingehen. Ja, hier. Ja, ich guck kurz mit Geo. Oh ja, wir brauchen 100. Alles. 100. Alles. 100. Hallo, Liebes. Wie viel willst du denn abheben? 100? Das sind aber mehr als 100. Das ist nicht ganz wahr. Tschüss. Könntest du hier das Geo sparen und auf die Lampe sparen? Oh, du bist auf der Suche nach einem Leckerbissen? Ich bin auf einen einzigartigen kleinen Pilz gestoßen, der direkt über uns wächst. Ich habe ihn nur in dieser Station gefunden und er schmeckt himmlisch. Ui. Mach, was du willst. Gönn dir. Ja. Okay, er ist dankbar. Weitere Stationen öffnen. Zurück nach Mistwund! Ja, wir gehen so kurz shoppen und dann ist der Part zu Ende. Ja. Hat du was, Gio? Krrr. 1800! Sei ja, drauf sparen. Ich meine, die bringt mir eh noch nichts. Kann ich mir kaufen, wenn ich ein zweites hab. Stimmt. Geld einzahlen und auf 1800 sparen. Auf 18.000 sparen. Vielleicht sparen wir lieber auf 3.000, weil dann kannst du den Schlüssel, die Lampe und das obere Ding kaufen. Ich habe mich verrechnet. Ich schätze, du hast dich verrechnet. Ungefähr 3.000. Wir haben uns doch nicht geshoppt. Nein. Wir müssen jetzt sparen, bevor wir shoppen gehen. Das Inflation und alles bisschen teurer und so. Ja, scheiß Krieg. Danke, Merkel. Krieg ich einen Doppelsprung irgendwann mal? Vielleicht. Ja, ich hätte gern Doppelsprung.
Vielleicht bekommst du auch einen Eingrabsprung. Verstehst? Vielleicht bekommst du auch einen Eingrabsprung. Vielleicht. Das Kleine. Nächstes Mal bleib doch ein bisschen länger noch. Ich bin so einsam. Ich hätte gerne Schokoeis. Ja, die erinnert mich die auch. Sieht auch ein bisschen so aus. Ja, und die haben kleine Häuschen und. Ja. Los, komm zurück! Ist das der Pilz, von dem die Giraffe gesprochen hat? Wenn nicht, er lebt. Was ist los? Okay, das ist also das nächste Gebiet. War ich da unten rechts drin, ne? Pilzgebiet. Oh, unten rechts. Ja. Ja. Aber ja, da. Kommst du nicht hoch? Vielleicht bekomme ich sowas ähnliches wie einen Wandsprung. Oder einen Grabdash nach oben. Oder einen Grabdash nach oben. Das, ich wollte überlegen, in welchem Spiel gibt es sowas, aber das kann sein. Hollow Knight. Gibt es sowas nicht bei... Bei irgendwas gibt es das, das kann sein. Also ein super Lucky Strike kannst du dich eingraben und dann wieder rausspringen, aber das ist nicht wirklich ein Sprung. Das ist eher so kurz eingraben und kurz hochspringen. Ja, ich bin schon, die Luft ist ganz schön raus. Da kommst du nicht hoch, ey? Wer kommt da nicht hoch, hä? Warum gehe ich weiter? Ich wollte den Part beenden. Ich wollte den Part beenden. Leute, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao, ciao.